Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack. Heute begrüße ich Sie aus Amsterdam, ganz genau gesagt aus dem Konzertgebau. Heute Abend habe ich die große Freude, mit dem Konzertgebauorchester und Klaus Mäkeler am Pult zu spielen. Ernst Bloch, Shlomo. Das Royal Konzertgebauorchester zählt zu den absoluten Spitzenorchestern der Welt. Und wir haben uns gedacht, dass wir Ihnen dieses Orchester näher vorstellen möchten. Natürlich spielen hier die besten Musiker. Aber was ist es wirklich, was so ein Orchester ausmacht? Ich glaube, es ist die Flexibilität, die uns ausmacht. So können wir an einem Tag mit einem Dirigenten Barockmusik machen und am nächsten Tag ein ganz neues Stück uraufführen. Ich glaube, genau das zeichnet dieses Orchester aus, die unterschiedlichsten Dinge mit den unterschiedlichsten Dirigenten realisieren zu können. Dieses Orchester hat so einen ganz besonderen Klang. Was macht dieses Orchester so speziell? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ja, haben Sie? Auch. Ja, wirklich. Es ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Ich denke, was es wirklich ausmacht, ist, dass nicht so direkt gespielt wird, nicht direkt reagiert wird auf den Schlag oder auf Dinge, die passieren, sondern dass es immer so ein bisschen wellenartige Bewegungen sind, die durchs Orchester laufen. Und dadurch ist es etwas runder, etwas weicher, denke ich. Es gibt so viele unterschiedliche Persönlichkeiten in diesem Orchester und wahrscheinlich könnte jeder von ihnen auch eine solistische Karriere haben. Ja, ich für meinen Teil liebe es, als Solist aufzutreten und ich glaube, es ist auch notwendig, als Posaunist solistisch tätig zu sein. So haben wir zwar im Orchester wunderbare Soli zu spielen, aber bei einem Konzert von 3 Stunden spielen wir manchmal ja nur 20 Minuten. Und dann musst du wirklich auf dem Punkt da sein. So musst du dafür sorgen, dass du wirklich fit bist und das trainierst du beim Solospielen. Wenn du als Solist schwierige Passagen auf der Bühne spielst, dann ist das perfekte Training, um im Orchester wirklich topfit zu sein. Und gerade die Kombination, als Solist tätig zu sein und in einem großartigen Orchester zu spielen, diese Kombination ist für mich besonders reizvoll. Wer trifft eigentlich die Entscheidung, wer hier engagiert wird und mitspielen darf? Ist das jeweils die Gruppe, die einen neuen Musiker sucht, oder ist es das gesamte Orchester? Es ist immer eine große Auswahl von Musikern, die diese Entscheidung trifft. Es sind immer 25 bis 30, die in der Jury sitzen. Natürlich ist die Sektion des Orchesters, die ein neues Mitglied sucht, immer besonders vertreten. Also, wenn wir eine Geigerin suchen, dann ist das natürlich die gesamte Violingruppe, die dabei ist. Nun, jeder soll eine Persönlichkeit sein, aber er muss auch in die Gruppe passen. Das ist auch der Grund, warum dieser spezielle Klang über die Generationen weitergeführt werden kann. Es ist ja jetzt ein sehr internationales Orchester, aber die Klangqualität und die Qualität wird über die Generationen weitergetragen, da wir als Musiker die neue Generation berufen. Und wir suchen diese natürlich nach demselben Klang und nach derselben Ästhetik aus. Wir suchen nach der selben Ästhetik und dem selben Sing, of course.
Erinnerst du dich noch, wie du das erste Mal vorgespielt hast beim Orchester? Ja, klar, ja. Und an die absurde Tatsache, dass sich in 20 Minuten eine musikalische Zukunft entscheidet. Das finde ich noch immer ganz verrückt, wie das geht. Das heißt, man spielt vor und ist dann im Orchester? Genau, genau. Und ich sage immer, ja, also man verdient das in dem Moment, aber im Endeffekt verdient man das mit dem, was man danach tut. Und nicht mit dem Moment vom Probespiel. Also das ist ein, ja, so würde ich das sagen. Wenn ja. du jemanden jetzt von außen erklärst, was macht dieses Orchester so speziell? Ich glaube, das Wichtigste ist vielleicht die Bereitschaft, um als großes Ensemble kammermusikalisch zu spielen, sich einander anzupassen, flexibel zu sein. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir so anders klingen, ganz je nachdem, wer vorne dran steht als Dirigent. Also da, glaube ich, unterscheiden wir uns mehr von anderen Orchestern, die vielleicht mehr einfach ihr Ding machen. Und bei uns habe ich das Gefühl, dass es besteht immer die Möglichkeit, dass das Orchester auch wirklich völlig anders klingt. Wir haben Dirigenten, die verlangen uns von uns, dass man ohne Vibrato spielt oder dass man Glissandi macht, hörbar. Und wir haben auch Spaß, um Experimente anzugehen, glaube ich, und sind da sehr flexibel. Also ich würde sagen, das macht schon die Natur des Orchesters aus, ja. Ein Grund ist aber auch unser Konzertsaal, der so großartig klingt und natürlich uns einlädt, großartig zu spielen. Hier muss man nicht kämpfen, um einen schönen Klang zu haben. Und ein weiterer Grund ist die Atmosphäre und die Tradition im Orchester, die immer dazu einlädt, etwas noch schöner zu spielen. Wenn du zum Beispiel ein Solo hast, dann bist du immer herausgefordert, es noch besser zu spielen und etwas zu wagen. Und du musst es nicht so spielen, wie es immer gespielt wurde. Nein, im Gegenteil, versuch etwas ganz Besonderes daraus zu machen. Genau diese Atmosphäre ist es, immer etwas neu zu versuchen. Also gibt es eine Menge Freiraum? Ja, natürlich, aber in den musikalischen Grenzen, die uns vorgegeben sind. Und es muss immer ins Gesamtbild passen. Einen Sohn mitgebracht, der ist jetzt auch im Orchester. Seit wann? Genau. Seit August. Seit August? Ich habe im Juni mein Probespiel gemacht und dann bin ich in so halbes August habe ich angefangen. Ja. Aber das Vorspiel ist hinter einem Vorhang. Man konnte also nicht wissen, dass du der Sohn von Gregor bist. Und ich war nicht dabei. No, it's always the first round is. Die erste Runde findet immer hinter einem Vorhang statt. Aber ab der zweiten Runde kann man dich schon erkennen. Also in der zweiten Runde wusste jeder, wer du bist. Ich hoffe natürlich, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Du hast also schon mit dem Orchester gespielt. Ja, ich war schon in der Orchesterakademie und das 5 Jahre lang. Also habe ich mit dem Orchester schon ganz schön oft gespielt und beim Vorspiel kannten mich alle. Ist das wie in einer großen Familie? Ja, im besten Sinne, das kann man so sagen. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Jahr. Es ist unglaublich, wie man hier empfangen wird. Zum Beispiel in einer Pause kannst du dich egal neben wen setzen, ob es der Konzertmeister ist oder ein Solobläser. Alle sind nett zu dir. Und es ist egal, ob du gerade angefangen hast oder als Akademist dort bist. Es gibt keine Hierarchien in diesem Orchester. Alle sind gleich. Es ist wie eine große Familie. Du kommst jetzt in eine Familie mitsamt deiner Familie. Das
Konzertgebäude gehört zu den schönsten und besten Konzertsälen der Welt. Und so wollten wir uns auch über die Geschichte dieses einmaligen Gebäudes ein wenig kundig machen. Und ich freue mich, dass Dominik Winterling uns ein wenig durchs Haus geführt hat. Vorhang auf in Amsterdam. Hallo, herzlich willkommen im Konzertgebäude. Kommen Sie rein, bitte. Das ist jetzt das sogenannte Nordfoyer, und zwar auf der Erdgeschossebene. Und hier geht es auch schon direkt in den wunderschönen großen Saal. Das Konzertgebäude ist natürlich bekannt für seine außerordentliche Akustik, gilt als einer der besten Konzertsäle der Welt. Sie müssen sich vorstellen, das Konzertgebäude ist 1888 eröffnet. Damals wusste man rein physikalisch gesprochen eigentlich so ziemlich gar nichts über Akustik. Man wusste nur, wie gute Saale klingen könnten. Und deswegen hat man hier im Grunde genommen eine Kopie gebaut. Und das ist eine Kopie des Leipziger Gewandhauses, des großen Saal des Leipziger Gewandhauses, und zwar des zweiten Leipziger Gewandhauses, das ja dann im Zweiten Weltkrieg abgebrannt ist. Sie müssen sich vorstellen, so wie das hier gebaut ist, diese klassische Shoebox, wie man sagen würde, das ist ein fast quadratischer Grundriss. Das fühlt sich jedenfalls so an, er ist nicht wirklich quadratisch, aber wenn man hier im Saal steht, fühlt es sich wirklich so an. Und das war tatsächlich eine der Anforderungen bei der Entstehung, als man das geplant hat, dass es eben auch nicht größer werden darf. Weil man hat hier ein Grundstück gekauft, damals 1882 in etwa, das natürlich in seinen Ausmaßen stark limitiert war. Das lag damals noch außerhalb der Stadtgrenze von Amsterdam in der Gemeinde New Amstel. Eigentlich in einem Sumpfgebiet, recht spektakulär, wenn man auf alte Bilder guckt. Und es war eben sehr begrenzt. Aber der Saal ist, wie man hier sagen würde, tricky. Und zwar deswegen, weil er, wenn kein Publikum drin sitzt, man würde sagen, vielleicht ein bisschen überakustisch ist. Und das ist die große Herausforderung bei den Proben. Man hört sich auf der Bühne schlicht und ergreifend nicht so sehr wie in anderen Sälen. Und das ist der Grund, warum wir während der Proben hier in der Mitte einen großen Vorhang aufspannen, der sozusagen ein bisschen von der Akustik schluckt, so könnte man das beschreiben, damit man sich auf der Bühne besser hört, damit der Dirigent besser hört und natürlich unsere Musikerinnen und Musiker auch. Diese Komponisten, die da oben alle namentlich genannt sind, hat es eine spezielle Bewandtnis oder haben die auch eine bestimmte Reihenfolge, in der die da genannt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, es ist eine sehr willkürliche Auswahl und auch ein Stück weit ein Kind seiner Zeit. Das muss man wirklich so sagen. Man sieht hier sehr viele Komponisten, die natürlich dem Concertgebouw Orchestra seit Jahrzehnten verbunden waren, nach seiner Gründung 1888. Um den prominentesten Fall zu nehmen, Gustav Mahler, hier genau in der Mitte, ist natürlich einer der Komponisten, mit dem das Orchester seit Jahrhunderten, muss man ja sagen, wirklich engstens verbunden ist. Der zweite Chefdirigent des Orchesters, Willem Mengelberg, der 50 Jahre lang Chefdirigent des Orchesters war, hat Gustav Mahler damals nach Amsterdam gebracht, als Gustav Mahler in der Musikwelt noch völlig unbekannt war, und hat dafür gesorgt, dass Gustav Mahler eigentlich hier in den Niederlanden, aber ich würde sagen auch in Europa, erst wirklich als Komponist bekannt wurde. Die Künstler kommen ja immer von oben runter. Ja. Also ich meine, das ist natürlich auch ein tolles Entree. Es ist mit Sicherheit die berühmteste und gefürchtetste Konzerttreppe der Welt. Mit Sicherheit. Mir ist nicht bekannt, dass es größere Unfälle gegeben hat, aber das ist ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich. So, hier geht's rein und dann geht's nach unten. Und dann geht's die berühmten Stufen nach unten. Man muss sich hier durchaus seinen Weg bahnen. Bis man dann endlich an dem Ort ist, wo man dann auch den Einsatz geben kann. Genau hier. Der Saal ist erstaunlich kompakt. Er ist trotzdem relativ groß. Er hat knapp 2000 Plätze. Das war damals auch die Anforderung an den Saal. Also es sollte wirklich ein großer Saal sein. Es fühlt sich aber von der Bühne aus recht heimelig an. Sehr beliebt natürlich auch die Plätze hier hinter dem Orchester. Je nachdem, was die Präferenz ist, hier drüben sozusagen eher bei den Kontrabässen
Und hier drüben ist man dann bei den Harfen und vielleicht etwas näher am Schlagzeug. Ist das so ein bisschen für die Amsterdamer auch so eine Art Zuhause, das Konzertgebäude? Also mit Sicherheit. Also ich glaube, es gibt Generationen von Amsterdamer, für die das wirklich die gute Stube ist. Das muss man wirklich so sagen. Und das ist jetzt der sogenannte Frontbalkon. Das sind die für viele besten Plätze, könnte man sagen. Wenn man das so will, hier hat man wirklich das ganze Geschehen im Blick. Und natürlich sowieso eine einmalige Hörerfahrung. Wahnsinn, ja. Wir sitzen hier, und vielleicht kleine Anekdote, mehr oder weniger direkt über Gustav Mahler. Und hier ist üblicherweise auch der Platz, wo unsere Schirmherrin sitzt, Königin Maxima. Das ist genau hier. Ist die häufig zu Gast? Sie ist recht häufig zu Gast. Manchmal privat, sie war erst vor 3 Wochen hier. Und manchmal natürlich auch in Funktion, weil sie ist tatsächlich seit vielen Jahren unsere Schirmherrin des Orchesters. Jetzt gehen wir mal zu dem Anbau. Der Glasbau ist Ende der 80er Jahre dazugekommen. Und zwar die Geschichte ist, man sieht das hier ein bisschen auf den Fotos. Anfang der 80er Jahre hat man festgestellt, dass das Konzertgebäude sozusagen sukzessive absackt. Weil in Amsterdam wurden die meisten Gebäude natürlich im 19. Jahrhundert auf Holzpfähle gebaut. Mhm. Und diese Holzpfähle, die waren irgendwann mal hinüber, muss man eigentlich sagen. Und dann gab es eine große Spendenaktion und man hat sich natürlich auch mit der Regierung gesetzt, was man tun kann, um dieses Gebäude schlicht und ergreifend zu retten. Und man hat damals beschlossen, okay, wir müssen die Fundamente erneuern. Und das ist das, was man hier sieht. Das hat man dann zwischen 1985 und 88 getan. Und interessanterweise, man hat den Konzertbetrieb derweil aufrechterhalten. Also man hat nicht aufgehört zu spielen, aber man hat währenddessen eine vollständige Renovierung der Fundamente durchgeführt. Wahnsinn. Und dann ist dieser Neubau dazugekommen. Richtig. Und in dem Zusammenhang ist der Neubau dazugekommen, weil man schlicht und ergreifend auch Raum für Gastronomie schaffen musste. Aber jetzt ist es schon sensationell hier mit einem Blick aufs Rijksmuseum, aufs Stedelijk-Museum. Ganz genau. Das war auch die Idee des Architekten. Der Bau war ja damals extrem umstritten. Es gab große Proteste gegen diesen Anbau. Ja, aber alleine diese Flucht, das ist schon gewagt. Ja. Und hier sieht man sehr schön, wo der alte Teil abschließt und wo der neue Teil anfängt. Genau. Hier, das ist vielleicht noch eine Geschichte wert, weil diese Kringe, also Kring heißt Kreis auf Deutsch. Und das sind im Grunde genommen so eine Art Spendervereinigung. Es ist so, das Konzertgebäude und mittlerweile auch das Konzertgebäude-Orchester haben eine sehr lange Tradition im Fundraising. Das Konzertgebäude operiert tatsächlich mit praktisch keinen Subventionen, sondern ist komplett eigenfinanziert, zu 95%. Und das bedeutet, dass von Tag 1 natürlich immer Menschen mit an Bord waren, die das Gebäude und das Orchester unterstützen mussten. Und ein paar von diesen Menschen, die sind hier an der Wand verewigt in diesen verschiedenen Kreisen, die nach Komponisten benannt sind. Gustav Mahler. Und interessanterweise sind das Goldbarren und wahrscheinlich je dicker die Goldbarren sind, umso größer die Spende. Selbstverständlich. Und ohne diese Menschen geht's nicht. Undenkbar. Also es ist schon ein Markenzeichen, dass das Orchester und das Publikum sehr eng zusammen sind. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Merkmal sowohl des Gebäudes als auch des Orchesters schon immer gewesen, diese enge Verbindung mit dem Publikum. Und wirklich das Publikum, das sein Haus, sein Orchester wirklich zutiefst liebt. Bei meinem Aufenthalt hier in Amsterdam durfte ich auch eine kleine Masterclass geben. Und es war für die Akademisten des Konzertgebäudeorchesters. Da schauen wir kurz rein. Was machst du jetzt hier, Sol?
was mache ich hier? Das mache ich, was ich normalerweise nie mache. Das ist Masterklassen, mache ich eigentlich sehr selten. Ich arbeite sehr gerne mit meinen Schülern, bin ich aber immer sehr interessiert, halt doch Leute kennenzulernen. Mhm. So kennt man auch zukünftige Schüler für die Zukunft. Und die spielen ein Quartett für dich hier? Sie werden jetzt ein Quartett spielen, ja, es gibt aber verschiedene Gruppen, die kommen, es gibt zwei verschiedene Gruppen, so viel Zeit gibt es auch beim Konzert, denn eben nicht, aber es ist vor allem interessant, dass es eben die Akademie von der Konzertgebau oder so, die Musiker, die hier spielen, spielen auch im Orchester, also vielleicht gibt es einige, die haben auch im Orchester jetzt mitgespielt, also es ist eine geniale Gelegenheit, finde ich, für Studenten. Ich hätte das gerne gehabt, so eine Möglichkeit, mit so einem Orchester in Verbindung sein zu können und gleichzeitig, schau mal, diese Gebäude, sie können hier ein Jahr studieren. Ein Luxus. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal die Möglichkeit hattet, mit Petrus Wask zu arbeiten. In seinen Werken tauchen immer ähnliche Elemente auf. So zum Beispiel Himmel und Erde. Er sucht immer nach Extremen und ganz speziell, wenn es Krieg auf der Erde gibt, dann sucht er nach etwas Schönem im Himmel. Am besten, wir fangen am Ende an, denn da kann sich jeder noch am besten erinnern. Ganz am Ende ist dieses Pizzicato unglaublich wichtig. Wir wollen mal etwas versuchen. Spiel die erste Note nicht, stattdessen sing sie und spiel Pizzicato. Sing if you want, see. You sing, see, and you play Pizzicato. Du darfst hier nicht spät sein. Und versuche den ersten Ton zu betonen, aber dein Singen ist super. Wir haben jetzt viel mehr Transparenz zwischen den einzelnen Stimmen. Das gefällt mir. Ich musste ja ein Jahr warten, bis Petrus mir ein Stück geschrieben hat für Cello und meine Stimme. Vielleicht kannst du ihn ja schneller überzeugen mit deiner Stimme. Ich finde, mit dieser Stimme hat dieses Stück sofort eine andere Dimension bekommen. Die Stimmung bei Wask sollte nie zu sentimental sein. Ich finde, seine Musik wirkt viel stärker, wenn sie nicht zu sentimental gespielt wird. Und wir versuchen jetzt, nicht so laut zu spielen. Und wir versuchen, ihr eine Richtung, ein Ziel zu geben, wo der Zug hinfahren soll. Wir sollten beim Losfahren schon wissen, wo wir hinfahren wollen. Sonst wird die Sache langweilig. Man muss wissen, wo man hin will. Versuch jetzt doch einmal zu spielen, so als ob du etwas sagst. Also stell dir die Worte vor. Was würdest du hier sagen? Hier findet eine Kommunikation zwischen dir und dem Cello statt. Du musst die lange Note nicht spielen, aber überlegt euch mal, was ihr hier eigentlich besprecht. You don't need really to play the long note. You communicate. So, it's a discussion between you both. So you start now in that case. If we
can ask you, what are you Das klingt doch wie eine Frage. Und was fragst du ihn? I mean to him. Klar, ist das privat, aber wir wollen es trotzdem wissen. What do you want? Was möchtest du von mir? Very good, very good, very good. Okay. And then we need to know what you want. Also du fragst immer wieder, was willst du von mir? Oder hast du noch eine andere Frage? Und jetzt wollen wir natürlich deine Antwort erfahren. Versuche zu ihm zu sprechen. Try to speak to him. With the text, with the music. So you are reading this like a singer. Wie ein Sänger. I know, it's not that easy, but ich weiß, das ist nicht einfach. Aber wir sind ja hier, um Fehler zu machen. Was willst du von mir? Nicht viel, jedenfalls jetzt. Well, these are the results. Think about it. If you don't want anything from each other. Denk mal darüber nach. Wenn ihr wirklich nichts voneinander wollt, ob ihr dieses Stück wirklich spielen solltet. It's more just to think about it. Yeah, there is many possibilities to play that. Of course you can play. Ihr seht ja, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Stück zu spielen, aber ihr solltet euch für eine entscheiden. Find other ways to interpret music because the same phrase can be interpreted so in so many ways. Really useful for the music. Yes. Das war wirklich großartig für die Musik. Wenn du das jetzt spielst, wirst du immer an diese Frage denken? Diese Idee ist jetzt in meinem Kopf. Ich war so froh, dass ich mich nicht mit Worten ausdrücken musste, sondern nur Geige spielen durfte. Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht nur ans Spielen denkt, sondern vor allem daran, was man ausdrücken will. Möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Amsterdam. Übrigens, als Zugabe habe ich Prayer von Ernst Bloch gespielt.